Ja, herzlich willkommen für eine kleine Übung aus den Körpertherapien. Es braucht nicht viel, einfach hinstellen irgendwo, wo Sie ein bisschen Bewegungsspielraum haben um sich herum. Und dann mag ich Sie einladen, mal die Gelenke in den Händen, in den Fingern ein wenig zu bewegen. Mit beiden Händen, beiden Fingern, Handgelenke hinzunehmen, Ellenbogengelenk, Schultergelenke hinzunehmen, sodass die Gelenke in den Armen, in den Händen durchgängig in Bewegung bleiben. Arme, Hände in Bewegung, aber auch die Schulterblätter mehr und mehr mit einzubeziehen, Schulter-Nackenbereich mit einzubeziehen, alle Gelenke in den Armen, in den Händen sind in Bewegung. Gelenk für Gelenk kommt in Bewegung. Ganz allmählich mag ich Sie bitten, auch den Kopf, Kiefergelenke mit hinzuzunehmen in die Bewegung. Kopf, Halsbereich, Schulter-Nackenbereich, Kiefergelenk in die Bewegung hinzuzunehmen. Das ist vielleicht auch ein guter Moment, die Augen ganz oder halb zu schließen, um mehr und mehr in das Spürerleben hineinzufinden. Immer ein tieferer Atemzug auftaucht oder sogar ein Gähnen, ist das eine wunderbare Möglichkeit, immer wieder Spannung abzubauen, Spannung zu lösen. Wenn der Impuls entsteht, sich zu recken und zu strecken, zu gähnen, wunderbar, wunderbar. Ganz allmählich Wirbel für Wirbel der Wirbelsäule mit hinzunehmen in die Bewegung. Arme bleiben in Bewegung, Kopf, Kiefergelenk, Brustwirbelsäule hinab, die Wirbelsäule hinab,
in Bewegung zu bringen, sodass auch das Becken, die Hüftgelenke, die Kniegelenke, Fußgelenke mit einbezogen werden. Jedes Gelenk in diesem Körper mit in die Bewegung zu nehmen. Jedes Gelenk im Körper bleibt in Bewegung. Vielleicht ein bisschen so, als wäre ein kleiner Tropfen Öl in jedes dieser Gelenke im Körper gekommen und ich versuche, jedes Gelenk im Körper in Bewegung zu halten, jedes Gelenk im Körper in Bewegung zu halten, jedes Gelenk im Körper in Bewegung zu halten. Aus den Gedanken heraus, in die Bewegung hinein, aus den Gedanken heraus, in die Bewegung hinein. Ruhig auch ein bisschen mehr Radius einnehmen, ein bisschen mehr Platz einnehmen, ausprobieren die vielen, vielen Möglichkeiten, die dort bestehen, wenn jedes Gelenk im Körper in Bewegung ist. Körperliches Erleben zu kommen, in dem jedes Gelenk im Körper in Bewegung kommt, gleichzeitig. Thank you.
Und ganz allmählich ist es auch schon an der Zeit, diese Bewegung wieder etwas kleiner werden zu lassen. Und feiner werden zu lassen. Wenn Sie mögen, vielleicht den Körper noch einmal abzustreifen mit den Händen, die Haut, den Körper abzustreifen. Und auf diese Art und Weise diese Übung ganz allmählich wieder zum Ende bringen. Körper abstreifen. Vom Kopf bis Fuß und, wenn Sie mögen, die Handflächen nochmal am Körper aufzulegen und die Augen abschließend nochmal zu schließen, der Übung nachzuspüren für einen Moment. Gut. Dann von hier aus noch gute weitere Erfahrungen, ein gutes Nachspüren und auf bald mal. Tschüss.